wir sind vom Projekt Biotontechnik. Wir haben auch hier, wie die Kollegen vom TV Allgäu, die ganzen Projekte mit Kamera und sagen wir, Dokumentation dokumentiert, zusammengeschnitten und dann für die Öffentlichkeit aufbereitet. Ja, Interviews haben wir gehalten und das hat dann gefällt, wie er schon gesagt hat. Und ja, zusammengeschnitten, Effekte hinzugefügt und bis man dann halt in der Schule das abspielen kann am Beamer zum Beispiel. Ja, das war's schon. Bei dem Projekt Wasserspiele haben wir etwas für die Grundschule gebaut, halt so Wasserverbindungen für die Grundschüler. Also, wir waren mit dem Container, wir haben dafür gesorgt, dass der Container zum Aufbau kommt. Ja, wir haben halt erst haben wir angefangen mit den Fundamenten, also erst im Beton. Also im Asphalt halt die Stellen rauszusägen, dann die Platten rauszuheben und dann Fundament zu graben. Dann haben wir das halt verschalt und mit Beton ausgegossen alles. Ja, dann sind halt die Container gekommen und dann haben wir die draufgestellt und Innenausbauten gemacht, und zum Beispiel Holzboden, elektrische Verkabelung. Also alles von innen gedämmt, dass schön warm drin ist. Ja, und das war's jetzt. Also bei den mittelalterlichen Spielgeräten hat der hauptsächlich mit Holz zu tun. Zum Beispiel, jeder kennt bestimmt das Spiel Jenga mit den Steinen. Das haben wir da hinten im Großformat gebaut. Auch nicht ganz ungefährlich. Und dann haben wir noch ein Käsebrett gebaut, oder? Wo viel Geschick gebraucht wird und zum anderen Morgenkopfschleuder. Ja, da haben wir halt Morgenkopfschleuder gebaut, wo halt Morgenkopf geschleudert und was soll ich noch sagen? Wir haben es halt geplant und entworfen und halt die Bretter und das Holz alles selber zugeschnitten. Die Schleuderkonstruktion haben wir auch selber entworfen. Ja, das ist alles halt für den Stativ. Und fürs Tänzchen. Ja, also meine Mitschüler und ich haben einen 45-jährigen Bosch-Traktor auseinandergenommen, haben mir verschiedene Öle und Teile, die kaputt waren, durch neue ersetzt, haben den Lack abgekratzt und dann einen neuen drauf. Und als letztes wird alles zusammengebrochen. Und jetzt sind wir so. Also bei meinem Projekt, bei der SWO Beschriftung, habe ich T-Shirts gedruckt, dann Plakate erstellt und Projekte. Und ich war bei der Schaufenstergestaltung und habe jeden Monat eigentlich mit der Hilfe von Frau Sauter haben wir mal das Schaufenster gestaltet im Stadtbibliothek in Gablanz. Je nach Monat und immer neue Projekte vorgestellt, dass es auch anschaulich ist. Eine Idee und ein Mann, der eigentlich hinter dem Ganzen steht. Ein Mann, der ständig wieder mit neuen Ideen und Plänen und Projekten lauert. Und mit seiner begeisterungsführenden Art uns anderen Lehrern und die Schüler immer wieder mitreißt. Ohne ihn würden wir hier nicht stehen, ohne ihn würde ich hier nicht stehen, ohne ihn hätte ich diesen Job überhaupt nicht. Lieber Frank, wir möchten uns ganz gern bei dir bedanken. Normalerweise stehst auch du vorne und bedankst dich bei anderen Leuten. Es wird Zeit, dass man sich auch bei dir bedankt. Danke dafür, dass du immer neue Projekte ausheckst. Danke, dass du uns mitreißt, mitmotivierst, manchmal auch
ein bisschen anschiebst, damit wir dich bei den Projekten unterstützen. Mit wir meine ich jetzt erstmal das Kollegium, die dich unterstützen dürfen dabei. Und mit wir meine ich auch die Klasse 9b, die Projektklasse K hoch 3, die sicher auch noch ein paar dankende Worte haben. Vielen Dank. Unterstützt durch ihre Projekte und den erhaltenen Zertifikaten. Natürlich gab es Höhen und Tiefen, die wir durch intensive Gespräche meistens gelöst haben. Trotz allem danken wir Ihnen herzlich für dieses erfolgreiche Schuljahr und wünschen Ihnen noch viele weitere erfolgreiche und schöne Jahre für diese Schule. Als Erinnerung an uns, Herr Ortig, schenken wir Ihnen einen Summerwürfel. Die einzelnen Bauteile des Würfels stehen für die einzelnen Kompetenzen, die wir in K3-Projekt erlernen dürfen. Genauso wie wir Schüler haben die Bauteile Ecken und Kanten und müssen hier und da geschliffen werden. Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Geduld. Ich bin natürlich zum einen fassungslos und zum anderen hoffe ich einfach, dass ich jetzt diesen Würfel nicht machen muss. Ich bin froh, dass der so zusammengesetzt ist und der bleibt jetzt halt so. Ja, vielleicht ein Wort zu euch. War ein heftiges Jahr, aber am Ende der Erfolg gibt uns vielleicht allen recht. Der Erfolg heißt, dass ihr möglichst viele den Quali geschafft habt, was wir am Anfang der Woche festgestellt haben, und dass möglichst viele von euch eine Lehrstelle bekommen haben und hoffentlich auch noch in den nächsten Tagen finden und den Anschluss bestmöglich bewerkstelligen nach dem Besuch der Gustav-Deutner-Schule. Ihr alle habt klasse Sachen gemacht. Ich habe es auch selber begeistert, wenn ihr an diesen Projekten gearbeitet habt. Ich habe euch gerne in den Projektgruppen besucht. Ich habe euch in den Betrieben gerne draußen besucht. Ich bin gerne zu unseren Kooperationspartnern rausgekommen. Und es war toll, wie ihr da eure Freizeit geopfert habt, zum einen. Und zum anderen auch die Möglichkeit genutzt habt, euch entsprechend weiterzuentwickeln und auf diesem unmittelbaren Anschlussweg jetzt in die Berufswelt euch motivieren zu lassen. Ihr selber habt das geschafft. Kann sein, dass ich irgendwo im Hintergrund war. Darum geht es nicht. Ich sage ja immer, ich habe meinen Job, den Spruch kennt ihr. Aber ihr habt jetzt auch eine Basis und deshalb haben wir für euch das heute auch gemacht. Und ihr seht, es sind viele Leute da und diese Leute sind deshalb da, weil ihr Tolles geleistet habt und ihr könnt stolz auf das sein, was ihr gemacht habt. Und ich bin es ehrlich gesagt auch. Und zwar nicht nur als euer Klassleiter, sondern seit einigen Tagen auch als der kommissarische Schulleiter. Und ich darf euch auch die besten Grüße von Herrn Zenz übermitteln, dass der nämlich auch gerne heute da gewesen wäre und euch das mit eigenen Worten gesagt hätte. Ihr habt es klasse gemacht, wie du sagst, in guten wie in schlechten Zeiten. Herzlichen Dank an alle, die dieses Projekt unterstützt haben. Christian, es war mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Und natürlich Frau Moser, Herr Riermeier, Herr Neufeld, immer ganz im Hintergrund, wenn es mal ganz gehakt hat, ob wir mal schnell irgendwo noch ein Garagentor aus dem Hotel Europa ausgebaut haben, bevor es abgerissen wird. Jetzt hätten wir den Traktor hier überhaupt nicht mehr rausbekommen. Die Schüler haben uns ewige Zeit gefragt, wie kommt denn überhaupt dieser Traktor wieder raus aus dem Container? Weil wir haben ihn zerlegt, reingetragen durch die Tür. Wir mussten ihn ja wieder rausbringen. Und Neufeld mit seinen Männern hat es entsprechend bewerkstelligt und hat uns ganz unkonventionell in Absprache mit Herrn Riermeier auf dem klitzekleinen Dienstweg dieses Garagentor eingebaut. All das sind Zeichen von einem wohl funktionierenden Netzwerk. Und das macht mir Spaß, so etwas mit in die Wege zu leiten, mit der Konsequenz, dass ihr runterkommt. Das ist mein oberstes Bestreben. Hier im Hintergrund steht eine Klasse, eine 8. Klasse, die hoffentlich so oder so ähnlich im Folgejahr die Möglichkeit bekommt, durch Projekte und durch entsprechende Zusatzqualifikationen auch einen solchen Weg einzuschlagen wie ihr. Unser Ziel ist, möglichst euch alle unterzubringen auf dem ersten Ausbildungsmarkt, das bedeutet, in ein Lehrverhältnis unterzubringen. Unser Ziel, das wir laut
Indikatoren erfüllen mussten, haben wir erreicht. Das Ziel ist 50%. Über diesem Ziel liegen wir deutlich, wir liegen bei ca. 75%. Heute Morgen sagt mir der Rubin, er hat unterschrieben. Das ist ein Gänsehautgefühl. Rubin, top. Und das sind Sachen, einer als der letzte oder ein letzter Beweis dafür, dass wir im Moment immer noch am Arbeiten sind. Unterrichtsergänzende Projekte, enge Kooperation, gute Gespräche und es hat geklappt. Nochmal herzlichen Dank für den Würfel. Ich zerlege jetzt wirklich nicht, aber sobald ich Zeit habe, werde ich es dann versuchen. Ich werde euch zeigen, ich kann das auch. Ich kann nicht nur die Grundschule. Und deshalb nochmal einen Riesenapplaus an euch. Ihr habt Tolles geleistet und ich darf Sie jetzt nur herzlich alle einladen. Schauen Sie sich bitte um in der Dokumentation, in der Präsentation. Bitte genießen Sie ein kühles Getränk. Herzlichen Dank natürlich, Susanne, an dich mit deiner Catering-Gruppe. Unglaublich. Zum Glück haben uns alle Hunger und es ist einfach schön, hier mit euch zusammenzuarbeiten und euch ein Stück weiterzubringen. Glückwunsch an euch und alles Gute. Das ist Teil 1 von eurer Verabschiedung, weil ihr seid die Klasse K hoch 3. Deshalb gibt es eine extra Geschichte. Entlassen werden wir erst am 24. Juli. Applaus an euch. Jetzt vorschlagen, stellt euch vielleicht ein bisschen zu euren Plakaten oder zu euren Projekten dazu. Wenn jemand von Ihnen noch Interesse an einzelnen Projekten hat, stehen die entsprechenden Aktiven in den Projekten gerne mit Rat.